Hallo und willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben zu einer neuen Folge von Neues aus dem Universum. Heute aus dem AIP in Potsdam zu einer neuen Generation von Röntgenteleskopen im All. Und somit heißt Neues aus dem Universum heute in gewissem Sinne auch Neues im Universum. Denn am 7. September hat die japanische Weltraumagentur zusammen mit der US-amerikanischen und der europäischen eine Rakete gestartet, die zwei astronomische Satelliten an Bord hat. Der eine geht zum Mond und der andere trägt Röntgenteleskope an Bord. Warum wollen wir überhaupt Röntgenstrahlung aus dem Weltall messen? Es sind die ganz energiereichen Prozesse, die wir dort sehen. Alles Extreme, dort wo es Millionen bis Milliarden Grad heiß wird, wo sehr schnell Gas ausgestoßen wird ins Weltall oder Gas auf Objekte fällt, die Umgebung, schwarzer Löcher, all diese extremen Prozesse, die wir nur im Weltall messen und beobachten und auf der Erde nicht nachstellen können. Falls Sie Raketenstarts verfolgen und sich dafür interessieren, dann kommt Ihnen das jetzt vielleicht nicht unbekannt vor, dass Japan einen Röntgensatelliten ins All schießt. Das ist tatsächlich vor einigen Jahren schon mal geschehen, hieß damals Hitomi. Start glückte gut, die erste Beobachtung war wunderbar und sehr vielversprechend. Und dann, als das Teleskop auf das nächste Himmelsobjekt geschwenkt werden sollte, da ging was schief. Der ganze Satellit zerbrach in seine Einzelteile. Die Leute haben ihre professionellen und privaten Teleskope auf den Himmel gerichtet, aufgenommen, die Lichtpunkte, gesagt, das ist ein Sonnensegel offenbar und das muss die optische Bank sein, das könnte das Teleskop sein. Für die, die es beobachtet haben, sehr spannend. Für diejenigen, die so eine Mission mitbauen, bitter. Jetzt kommt mit CRISM die Nachfolge von Hitomi, eine etwas abgespeckte Version aus finanziellen Gründen. Sie sehen hier die Animation der NASA, wie der Satellit aussieht. Vorne zwei Röntgenteleskope, jeweils mit einem Detektor dahinter. Der eine zeichnet Bilder auf, der andere sogenannte Spektren. Da zeige ich noch Beispiele. Das Ganze muss, weil es in die Rakete soll, relativ kompakt sein. Also dieser Satellit, so 8-9 Meter lang, wiegt gut 2 Tonnen und wird in eine Umlaufbahn über der Erde gebracht in ungefähr 550 Kilometern Höhe. Der Start erfolgte am 7. September in Japan mit einer Feststoffrakete und wir blenden uns jetzt ein in den Countdown vor dem Start. Für alle Beteiligten immer eine ganz besonders spannende Phase zu sehen, wie dann die Rakete mit den Satelliten an Bord wirklich ins Weltall geschossen wird. So, die Antriebe werden gezündet, es wird ernst. Und das war quasi ein Bilderbuchstart, dass es alle, die an so etwas mitbauen, die Instrumente an Bord haben, auch gerne sehen möchten beim Start ihres Instruments ins Weltall. Wir springen ein Stück in der Zeit. Der erste Antrieb sind Feststoffmodule und sobald die ausgebrannt sind, werden sie abgestoßen, verglühen in der Atmosphäre. Wir sind jetzt ein Stückchen weiter schon Richtung Weltraum, sehen die zwei strahlende, ausbrennenden Feststoffantriebe und hier werden sie ausgesetzt. Jetzt geht es für die Rakete alleine an ihren Zielort. Warum wollen wir überhaupt neue Röntgenteleskope ins All schicken? Auf der Erde können wir keine aufstellen, die Röntgenstrahlung erreicht uns hier nicht. Das ist gut für unsere Gesundheit, aber zum Beobachten heißt das eben, alle Teleskope müssen über die Erdatmosphäre raus. Wir haben schon Röntgenteleskope, warum also was Neues? Und das möchte ich Ihnen gerne veranschaulichen an meinen Lieblingsforschungsobjekten in der Röntgenastronomie. Das sind sehr enge Doppelsternsysteme. Hier zeigt in einer Computersimulation, diese Sternsysteme bestehen aus einer ausgebrannten Sonne, ein weißer Zwerg, das ist ungefähr eine halbe Sonnenmasse, zusammengequetscht auf Erdgröße. Und direkt daneben ein M-Stern, das ist eine kleine Sonne. Und die beiden stehen so eng beieinander, dass sie ungefähr zwischen Erde und Mond passen würden und umkreisen ihren gemeinsamen Schwerpunkt innerhalb weniger Stunden. In diesem auch bereits sehr extremen Prozess kommt es dann dazu, dass die kleinere Sonne Gas abgibt auf den weißen Zwerg in einem sogenannten Akkretionsstrom. Die Systeme, an denen ich am meisten interessiert bin, die haben ein starkes Magnetfeld und dieses Magnetfeld bestimmt, wohin sich, auf welche Bahn sich dieses Gas auf den weißen Zwerg bewegt.
Ja, einmal animiert der Umlauf des Systems um den gemeinsamen Schwerpunkt, der ist relativ nahe dran am schwereren weißen Zwerg, und die Gasströme, die auf den weißen Zwerg einstürzen, wir gehen mal etwas näher rein in der Animation, sehen hier diesen sogenannten Akkretionsstrom auf die Oberfläche des weißen Zwerges und das in gelb eingezeichnet, die Region, in der sich die Sternoberfläche besonders aufheizt. Und im Abbremsen des Gases, im Aufheizen der Sternoberfläche entstehen solche Energien und Temperaturen, dass wir das im Röntgenlicht beobachten können. Wir verwenden dafür gerne eine Methode, die es nicht nur im Röntgen gibt, sondern über alle Wellenlängen hinweg in der Astronomie beliebt ist. Das ist die sogenannte Spektroskopie. Spektrum heißt, wir zerlegen das Licht in seine Farben. Wir kennen die Farben der Sonne beispielsweise im Regenbogen und wir können Licht über im Röntgenbereich, im optischen Bereich, im Ultravioletten so in seine Farben aufteilen oder physikalisch gesprochen die Helligkeit über die Wellenlänge bzw. Energie auftragen. Mit unseren aktuellen Röntgenteleskopen sieht das so aus. Das sind drei Instrumente an Bord unseres europäischen Röntgenteleskops EXIM Newton hier, aufgetragen von unten nach oben, was wir an einfallender Röntgenstrahlung messen, und von links nach rechts die Energie, Wellenlänge, die Farbe des Lichts. Und allein aus diesem Verlauf der Linien, die wir hier sehen, können wir schon Rückschlüsse darauf ziehen, welche Prozesse, welche physikalischen Abläufe innerhalb unseres Doppelsternsystems dieses Licht produzieren. Und wenn wir jetzt auf den Verlauf der Linien drauf auch noch zusätzliche Signale aufgeprägt haben, wie hier in dem roten Kreis gezeigt, dann können wir sogar noch stärker ins Detail gehen. In diesem Fall hier sind das sogenannte Linien, spektrale Linien, die erzeugt werden durch Zustandsänderungen von Elektronen in Eisenatomen. Wenn wir die sehen, wissen wir, da ist Eisen. Wenn wir noch stärker ins Detail gehen, können wir sogar ableiten, in welchen Bereichen unseres Doppelsternsystems dieses Licht mit dem Eisensignal produziert wird. Ich gehe mal näher auf diesen Bereich, nur mit den Eisenlinien. Drei Stück sind das, die wir hier sehen. So sieht das aus mit unserem aktuellen Teleskop in Europa. So sieht es aus mit dem zusätzlich oben jetzt, mit dem amerikanischen Röntgenteleskop. Das sind reale Beobachtungsdaten, so können wir es im Moment messen. Man sieht, da ist was, man kann schon auch sagen, gut, Linien, es geht was auf und ab. Aber die Genauigkeit, mit der wir das ausmessen können, ist schon noch sehr stark beschränkt. Also habe ich mich mal hingesetzt und berechnet, was erwarten wir mit der nächsten Generation von Röntgendetektoren. Der jetzt gestartete Satellit CRISM, der hat sowas an Bord, das nennt sich Kalorimeter. Auch die nächste Generation europäischer Weltraumteleskope wird Kalorimeter dabei haben. Bisher haben wir CCDs verwendet, das ist so ähnlich wie das, was Sie in Ihren Digital- oder Handykameras haben. Dort messen wir, wenn bei Lichteinfall, kleine Änderungen elektrischer Ladung. Bei den Kalorimetern messen wir winzige Temperaturänderungen durch die einfallende Röntgenstrahlung. Und um die überhaupt unterscheiden zu können von der Umgebungstemperatur, müssen die Kalorimeter sehr stark runtergekühlt werden auf minus 273 Grad. Das ist nahe am absoluten Temperaturnullpunkt. Kälte geht kaum noch. Diese Kalorimeter sind dafür viel sensitiver, können viel mehr Details aufzeichnen als unsere bisherigen CCDs. Das heißt, mit Rechnen der Simulationen, wie wird das künftig aussehen mit den nächsten Detektoren, habe ich erwartet, diese Linien schärfer auflösen zu können. Legen Sie mich jetzt in dem, was ich zeige, nicht auf jedes Photon fest. In der Planungsphase ändert sich so eine Instrumentenkonfiguration immer mal wieder. Das ist nicht die ganz aktuelle, aber das Prinzip werden Sie sehen. Ich habe das gerechnet, ich habe es mir angesehen, da muss irgendein Fehler sein. Nochmal überprüft, nochmal nachgerechnet, Fehler gesucht, es sah immer noch genauso aus. Was ich da gesehen habe, sehen Sie hier jetzt im untersten Teil des Bildes. Ich hatte keinen Fehler drin, das ist wirklich die Vorhersage für diese nächsten Teleskope. Wir werden nicht nur die einzelnen Linienbereiche schärfer auflösen, sondern werden innerhalb sogar noch einzelne Linienkomponenten sehen. Das gibt uns sehr genaue Aufschlüsse darüber, was in diesen Doppelsternsystemen, in den Akkretionssäulen
vor sich geht. Da die beiden Sterne einander so schnell umkreisen, gehen wir bei so einer Auflösung davon aus, dass wir auch noch sehen können, wie sich im Umkreisen die Linien ändern mit der Geschwindigkeit des Weißen Zwerges und des Akkretionsstroms. Das ist hier auch mal simuliert. Wir haben wieder die Beobachtungsdaten des amerikanischen und des europäischen Teleskops und die Vorhersage mit dem Kalorimeter im unteren Bereich. Ich starte das mal. Jetzt dreht sich der Weiße Zwerg mit der Akkretionssäule darüber, immer um die eigene Achse, und wir sehen in den Abbildungen, die Linien wandern. Mit den aktuellen Teleskopen, ja gut, man sieht schon eine Veränderung mit der Sternbewegung, aber belastbar daraus Geschwindigkeiten des Systems abzuleiten, das ist noch nicht möglich, dafür fehlt die Genauigkeit. Unten mit den künftigen Instrumenten wird das möglich sein. Wir sind im linken Bereich das Ganze nochmal farblich aufgezeichnet. In dem Farbbild läuft auch wieder von links nach rechts die Energie, die Lichtfarbe, und von unten nach oben jetzt die Zeit. Das Helle darin sind unsere Eisenlinien und wir sehen den Schwenk der Linien mit dem Bahnumlauf des Doppelsternsystems. Und all das können wir mit den Detektoren aus dem aufgefangenen Licht rauslesen, was sonst im Optischen für uns einfach nur ein schwacher Lichtpunkt am Himmel ist, den wir mit dem Fernglas oder mit dem Teleskop auffangen können. Diese Technik, also an Bord von CRISM, das jetzt gestartet wurde, gezeigt habe ich Ihnen das aus meiner persönlichen Perspektive. Es gibt aber natürlich die Hauptziele, die überhaupt erst begründen, ein solches Teleskop zu bauen. Die habe ich jetzt gegriffen von der Internetseite der japanischen Weltraumagentur. Es sind drei Grundfragen, die mit CRISM beantwortet werden sollen. Die eine geht um die Entwicklung von Galaxienhaufen. Galaxienhaufen sind Ansammlungen von Milchstraßen, Gruppen von Milchstraßen, die untereinander durch ihre Schwerkraft wechselwirken. Wir selbst sind in einem kleinen Galaxienhaufen der sogenannten lokalen Gruppe. Wir finden im Weltall noch wesentlich größere. Mittlerweile wissen wir, dass zwischen diesen Galaxien heißes Gas noch aus der Zeit nach dem Urknall übrig ist, und das können wir im Röntgenlicht beobachten. Hier Aufnahmen, eine optische Aufnahme, und überlagert eine Aufnahme unseres europäischen Röntgenteleskops diese lila eingefärbten Bereiche. Das ist das heiße Gas, das wir im Röntgenlicht messen können. In riesigen Strukturen hier diese, all das, was wir hier in der Mitte des Bildes sehen, all das sind einzelne Milchstraßen, also jedes für sich genommen schon riesig groß. Die Ausdehnung dieses Bildes eigentlich nicht mehr vorstellbar. Ich habe Ihnen gezeigt für meine Objekte, wie sich die Spektren, die wir aufnehmen, ändern mit der neuen Technologie, welche Details wir da sehen können. Hier gilt das natürlich erst recht. Und mit den neuen Kalorimetern wird man Geschwindigkeiten in diesem Gas vermessen können mit der entsprechenden Technik, wie gezeigt, und dadurch Rückschlüsse ziehen können auf die Entstehung und Entwicklung dieser Galaxienhaufen, auch schon im frühen Universum. Der zweite Punkt geht noch stärker in die Kosmologie rein. Auch der hat was mit Galaxienhaufen zu tun. Zusätzlich zu diesem heißen Gas erwarten wir auch noch warmes Gas. Warum? Die kosmologischen Modelle zur Entwicklung des Universums sagen voraus, was nach dem Urknall passiert ist, wie das Licht entstanden ist, wie sich dann die chemischen Elemente gebildet haben, die sogenannte baryonische Materie. Das ist das, was wir kennen, woraus wir auch selbst bestehen. Es ist berechnet, wie viel davon sollte es im Weltall geben. Das können wir beobachten, Sterne und Galaxien, hochrechnen, wie viel macht das insgesamt aus, reicht noch nicht fürs kosmologische Modell. Das wissen wir inzwischen, es kommt noch dieses heiße Gas in den Galaxienhaufen hinzu, schon besser, reicht aber immer noch nicht. Es ist ein Grundablauf in der astrophysikalischen Forschung, dass wir die Modelle, die wir aufstellen, die Theorien, gerne mit Beobachtungen überprüfen wollen und dass wir unsere Beobachtungen gerne mit Theorien erklären wollen. Das ist also ein gewisses Wechselspiel. Und wenn nun die Theorie voraussagt, da muss noch mehr Materie sein, dann wollen wir einen Weg finden, die auch zu beobachten. Bei der Temperatur, bei der sie erwartet wird, bräuchten wir dafür UV-Teleskope mit einer Technik, die wir im Moment nicht haben.
Es gibt aber eine Möglichkeit, das indirekt im Röntgenlicht zu machen. Wenn wir das Teleskop ausrichten auf weit entfernte Röntgenstrahler, beispielsweise Galaxien, wenn das Licht von den Galaxien auf dem Weg zu uns dieses warme Gas passiert, dann wird den Spektren ein bestimmtes Signal aufgeprägt. Das ist einmal jetzt nachgewiesen mit dem europäischen Exmoor Newton in einer langen, langen Beobachtung. Das waren insgesamt etwa 18 Tage Beobachtungszeit, die nötig waren. Mit den nächsten Röntgenteleskopen werden wir das an viel mehr Objekten noch bestimmen können und dann wirklich hochrechnen, haben wir da den Teil der baryonischen Materie, der noch vermisst wird, dass wir die volle Übereinstimmung bekommen mit dem kosmologischen Modell. Und der dritte Punkt, ich sagte ja schon, alles, was ins Röntgen geht, geht ins Extreme. Das dritte Thema sind die Umgebungen besonders massiver schwarzer Löcher, in der die Relativitätstheorie uns voraussagt, dass die Raumzeit, also das Gefüge aus Raum und Zeit, mit dem wir letztlich unsere Umgebung beschreiben, dass bei schwarzen Löchern diese Raumzeit verzerrt sein sollte. Und auch hier kommt wieder die Spektroskopie zum Einsatz, um diese Vorhersage in der Beobachtung zu überprüfen. Dass die Ziele, die gerechtfertigt haben, dieses Teleskop überhaupt zu bauen und ins All zu schießen. Jetzt ist es ja erst ganz frisch auf dem Weg. Was passiert als nächstes? Gleich nach dem Start wurde schon mal die Kühlung angeschaltet, um die Detektoren auf diese minus 273 Grad zu bringen. In den nächsten ungefähr 3 Monaten werden dann in erster Linie technische Tests durchgeführt. Stimmt die Umlaufbahn? Funktionieren die Detektoren? Werden die Signale korrekt aufgefangen? Und im ersten Halbjahr 2024, da beginnen dann die eigentlichen Beobachtungen. Das Kühlmittel für die Kühlung der Detektoren, das wird für etwa 3 Jahre reichen. Und auch wenn wir jetzt an diesem Instrument nicht direkt beteiligt sind, alle sind unglaublich gespannt darauf, was wir mit der neuen Technologie jetzt von CRISM und künftig dann auch mit dem europäischen Teleskop zu sehen bekommen.